Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Malink Between Worlds Randomizer. So, wir sind mal wieder am Suchen nach Sinn und Verstand. Ich gehe erstmal in die Schattenwelt rein. Ja, im letzten Part haben wir wieder eher weniger entdeckt. Aber ich habe mal wieder einen neuen Plan, den ich verfolge. Ich wähle dafür erstmal meinen upgradeten Eisstab aus. Wo habe ich gerade? Ach so. Ja, okay, unter diesem Stein wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder einfach hier irgendwo. Aber nö. Okay, ja, mein Plan war, ich hole mir mal diese Bombe. Die mega fette Gigabombe. Und hoffe, dass ich da die ein oder andere Sache wegsprengen kann. So, komm mal mit. So. Deshalb, ich muss auf jeden Fall... super aufpassen. Und ich habe keinen Mana mehr. So, der ist tot. Der auch. Wenn ich jetzt hier oben lang gehe, sind ja auch wieder Gegner. So, wollen wir den... Na! Okay. Dann hier mal schnell durch. Okay, okay, okay. Das ist erstmal ganz gut. Ganz ruhig. Müssen wir gleich nochmal machen, ne? Ist halt so nervig, wenn du kein Schwert hast. So, wir könnten das jetzt halt mit dem Dungeon machen oder hier unten. Ah, okay. Erstes hätten wir. Ah, es ist kompliziert ohne Schwert. Wirklich. Oh, ja, das gefällt mir. Okay. Herzteil werden zu 50 Rubinen. Dann haben wir hier ein Mai Mai. Juhe. Wow. Und 100 Rubinen. Mann! Kann doch nicht wahr sein. Drei Chancen und dreimal. Manu. Okay. Das war dann auch eher nix. Aber nice try. Ja, der nächste Try könnte hier sein. Aber soll ich da rein? Ich weiß es nicht. Weil da fehlen mir halt auch Enterhaken und Schwimmflossen und alles mögliche. Also theoretisch sinnlos, das zu machen. I don't know. Nee. Ich meine, wir könnten auch erstmal wieder irgendwie... Keine Ahnung. Ja, wir testen das mal wieder was anderes. Ich versuche mal mein Glück beim Nordpalast in der Schattenwelt. Vielleicht ist da mir das Glück etwas holder. War holder. Ja, aktuell schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Wo könnte man noch Fuß fassen? Ich muss halt wirklich bald einfach ein paar Dungeons machen und versuchen, so gut wie möglich da durchzurushen. Aber ist halt wirklich schwierig mit den aktuellen Items. Im Moment sehr schwierig. I guess. So, versuchen wir einfach mal hier noch lang zu kommen. Ich glaube, hier waren wir ja fertig. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. So, gucken wir mal. So, da konnte ich nicht lang, glaube ich. Dich stunne ich einfach mal. So, hier haben wir das schon aktiviert.
Das sind noch. So, jetzt müssen wir da lang. Zack. Und noch immer Schatzkiste. Mit einem Herzteil. Naja. Warum denn nicht? So, das Ding hat man schon aktiviert, hä? Oder brauche ich da einen Schalter? Müssen wir eigentlich schon aktiviert haben. Boah. Ah. So, die. Boah. Ja, klar. Okay, wir haben, glaube ich, nur einen Checkpoint erreicht. So, die kann ich auf jeden Fall noch nicht aktiviert haben. Nö. Hab ich auch nicht. Muss ich da irgendwas aktivieren? Da gibt es auf jeden Fall ein Herzteil. Na? Manu! Wie scheiße. Okay, ist aber krass. Die sind komplett blind auf jeden Fall. Taub. Genau, sehen können die, glaube ich, sehr gut. Aber blind sind die obendrein. So. Dann nochmal dasselbe Spiel. Zack, was haben wir hier? Wieder ein Mai-Mai. Das gibt's doch gar nicht. So. Zack. Alter. Ich kriege aber auch nur Herzteile oder Mai-Mais. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig hier. Oh Gott. Da muss ich jetzt einfach durchrennen, oder wie? Sieht so aus. Yay. Okay. Das hätten wir auch. Ja, dann hier auch nochmal dasselbe Trauerspiel. So, zack. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Jetzt sind wir zumindest schon mal in den Dungeon drin und können hier das Ding aktivieren. Ist doch schon mal was, oder? Okay, wir haben schon mal viele Herzteile bekommen wieder. Wir speichern mal ganz kurz. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Habe ich gerade gesehen. Ich glaube, wir brauchen Bomben. Oder? Naja, guck mal. Es geht einfach schon wieder nicht weiter, weil ich Bomben brauche. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Wo soll ich denn noch lang? Tü-tü. Wo soll ich bitte noch lang? Ich werde mich, glaube ich, hier oben in der Schattenwelt im Eisgebiet nochmal umsehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon genauer mich umgesehen hatte. Ansonsten... Achso, wie sieht's denn eigentlich im Sumpf aus? Ich guck mal ganz kurz im Sumpf. Weil da kann ich doch mit dem Eisstab auch so Platten machen, oder? Nee, geht auch nicht. Nö. Doch, hier kann ich das machen. Okay, alles klar. Ich gehe mal ganz kurz hier rumwuseln und guck mal, ob ich hier irgendwas noch machen kann. Ja, ich mache aktuell nur so Sneak Peeks und hoffe mal, dass ich irgendwo Fuß fassen kann, Leute. Aber aktuell sieht es echt schlecht aus. Guck mal, hier könnte ich mir noch ein Herz, glaube ich, holen. Warte mal. Wenn ich mich hier in die Wand reinbumse. Nee, okay, da komme ich gar nicht durch. Schade. Naja, also hier, glaube ich, brauche ich einen Entehaken. Okay. Dann Glocke. Ja, wollen wir das Baseballspiel? Komm, jetzt noch ganz das Baseballspiel. Ihr wollt's doch sehen, wie ich versage. Könnte halt ein bisschen scheiße werden. Nee. Na.
Ja, wir hätten noch das Baseball-Spiel, genau. Machen wir das erstmal. Aua. Ansonsten könnte ich halt nochmal in die Berge gehen. So. Gibt es hier zufällig noch irgendwas? Hab mich hier auch noch nicht so richtig umgesehen, oder? Nö. Okay. Oh Mann, gar keinen Bock auf das Spiel. Punkte muss ich machen. Ich habe absolut keinen Plan. Aber ich glaube, wenn ich diesen Vogel runterschieße. Ja. Oh, da bekomme ich gut Geld. Schade. Weil sage ich eigentlich keine schlechte Runde, oder? 41 Treffer, 41 Rubine? Wie viele brauche ich? Ich meine, ich habe auch nur 10 bezahlt. Äh. 50 Rubine brauchen wir. Ach nee. Here we go. Ah, was ist denn der. Was muss ich denn schaffen? Weiß das jemand von euch? Das läuft auf jeden Fall sehr gut. Nice. Shit. Nein! Man muss, glaube ich, irgendwie. Aber ich habe jetzt schon 100 Rubine. Jetzt wäre, glaube ich, nochmal ein Vogel gekommen. Aber 100 Rubine ist doch schon richtig gut, oder? Komm schon. Das muss doch ausreichen. Oder was muss ich schaffen, damit ich das gewinne? Ja, 100 Rubine. Ja, da gibt's schon... Alter, was? Sonst habe ich immer ewig gebraucht, um das zu bekommen. Ah, aber nur 5 Rubine bekommen. Ach, Mann. Aber Leute, hey, Beifall, Alter. Wow. Wisst ihr noch, wie lange ich da manchmal gebraucht habe für? Wahnsinn. Aber cool. Aber nicht cool, dass wir nur 5 Rubine bekommen. Das ist ja super ärgerlich. Och Mann. Alter, wo gibt's denn hier den nächsten Preis, Leute? Ich tick aus, ich weiß es nicht. So, pass auf, ich gehe mal hier kurz in das Haus rein. Waren wir hier oben schon mal? Ich glaube, da oben ist nichts. Ich gehe mal kurz in die Lichtwelt. Und dann werde ich mich mal kurz zum Berg hoch teleportieren. Und da gehe ich immer in die Schattenwelt. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, ob ich da schon fertig war. I don't know. Ob ich da in der Schattenwelt schon fertig war. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Deswegen, wir gucken einfach mal ganz kurz. Und gehen hier in den Schattenschlitz rein.
Zack. So, ein Schluck Kaffee. Und wir gucken mal kurz. Guck mal, wir haben da auch so einen Totenschädel. Ist nichts drunter. Schade. Kann ich sein, dass ich von da oben in die Schattenwelt muss, damit ich an die Schatzkiste da rankomme? Ja, ich glaube schon, ne? Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nicht so viel. Was man jetzt machen könnte. I guess. Hier war ja... Was war hier? Eine Fee oder so, gell? Ja. Kann ich nicht hochheben aktuell. Leider, leider. Okay, ich gehe mal zurück in die Lichtwelt. Aua. Da, 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 da. Beziehungsweise, was haben wir hier oben noch in der Schattenwelt? Hier ist auch nichts weiter los, ne? Aua. Dann kann ich noch hier hoch stopfen. Ja, ist auch nichts weiter. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ah, doch. Hier komme ich nicht weiter. Ah, doch, ich war aber trotzdem nicht hier. Okay, ah, hier ist dieser Turm. Safe. Ah, das lohnt sich noch nicht, oder? Ich glaube, das lohnt sich noch nicht, da reinzugehen. Und die kann ich doch nicht besiegen. Dann brauche ich doch Feuer. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Ja, mit der Lampe geht's vielleicht. Ja, okay. Hey, eine Schatzkiste. Wahnsinn. Super. Ich fass es nicht. Ich hab doch bald alle Herzteile gefunden, oder? Das gibt's doch gar nicht. Ah, da komme ich. Ah, guck mal, da komme ich zu der Schatzkiste. Dann ist das Geheimnis auch schon mal gelüftet. Ja, aber ansonsten habe ich ja auch nur den Turm hier oben. Aber ganz ehrlich, in den Turm komme ich noch nicht weit. So. Zack. Ja, ein Herzcontainer. Ey, ich bekomme alle Herzen und alle Herzcontainer, aber kein verdammtes Item. Das gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn für ein Pech, Leute? Nein, hier komme ich... Hier komme ich noch nicht durch. Nee, das war's dann hier wieder. Okay. Ja, da könnte ich jetzt maximal den Turm machen, aber nee. Nee. So, jetzt war ich hier schon. Unten im Sumpf, hier in dem Wassergebiet, war ich jetzt auch noch nicht so krass in der Schattenwelt zugange. Aber kann ich da viel machen? Gute Frage. Nächste Frage. Ich könnte halt in dem School-Tempel noch ein bisschen weitermachen. Ein bisschen was geht da sicherlich noch. Aber es wird schon schwierig. Ja. Okay, ich gehe erstmal wieder zu links raus. Ich gehe erstmal wieder kurz zu links raus. So, wir haben wieder Herzcontainer bekommen. En masse. Part ist auch gleich schon wieder rum. Aber wir haben wirklich nur Maimais, Herzcontainer. Und das war's bekommen, ne? Wahrscheinlich habe ich noch vergessen, zwischendrin irgendwas einzutragen. Das passiert mir oft und gerne. Jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe ja den Eisstab. Kann ich vielleicht hier unten mit dem Eisstab in Kombination übers Wasser latschen so ein bisschen? Das könnte vielleicht unter Umständen funktionieren.
Ist nur die Frage, wo ich hinlatsch. So, warte mal. Items. Eisstab. Oder ist das nicht zum Laufen? Warte mal. So. Nö, das schmilzt doch sofort. Nö, kann ich nicht drauf laufen. Okay. War jetzt nur so eine Idee. Aber das funktioniert scheinbar nicht. So, ja, da unten habe ich auf jeden Fall noch Mais. Na, na. Habe ich irgendwas übersehen, Leute? Gibt es noch irgendwelche Moves? Also ich bin auch... Mittlerweile ist Folge 1, glaube ich, noch nicht mal released. Und ich bin hier in Folge 8, glaube ich, ne? Aber liegt halt auch einfach daran, dass ich gerade ein bisschen wieder am Vorproduzieren bin. Für kommende Situationen. Deswegen, falls ihr irgendwie merkt, hey, warum antwortet der nicht oder macht nicht das, was in meinen Kommentaren geschrieben steht, ich habe es wahrscheinlich noch nicht gelesen. Nützt mir auch nichts. Na toll, jetzt habe ich mich auch noch festgefahren hier. Super! Ja, keine Ahnung, Leute. Was soll ich noch machen? Tudelü, Schoolwood. Hier unten war mal noch gar nicht in diesem Sumpfgebiet, ne? So, hier kam er auch nicht weiter, weil Bombe, gell? Ja, Bombe hat da gefehlt, genau. Ich erinnere mich düster. Aua. Nee, nee. Ja, da sind wir schon wieder dran, Leute. Wir sind an der Überlänge angekommen. Und ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge für heute. Also wir haben wieder ein bisschen was gefunden und gemacht, aber wir haben wieder nicht das bekommen, was wir gerne wollten. Was mich ein bisschen traurig macht. Was ist denn eigentlich mit diesem komischen Armband? Hm? Will er mir gar nichts zu sagen. Kann ich vielleicht in Schloss Hyrule noch mit rein? I don't know. Da komme ich ja auch nicht rein, ne? Nee. Eigentlich muss ich erst alle drei Dungeons abschließen, damit ich da weiterkomme. Sonst wollte ich eigentlich die Aufnahme schon beenden. Habe ich nicht gemacht. Super bin ich. Ach, Mann. Okay. Alles gut. Ja, Leute, ich habe keinen Plan. Mir fehlt mal wieder irgendwas Bestimmtes. Ich latsche einfach nur random nochmal kurz durch die Welt. Ja, wenn mich so jetzt erschwert durch die Dungeons quälen, ist doch auch nicht geil, oder? Kann auch nicht so der Sinn der Sache sein, ich weiß nicht. So, warte mal, jetzt habe ich gerade ein Maimai gehört. Aber das muss ja da oben sein. Aber da oben komme ich doch hin, oder? Warte mal, jetzt sind wir ja doch wieder in der Überlänge. Alter. Ah, guck mal, hier muss ich auch noch was wegsprengen. Warum muss ich hier was wegsprengen? Aber das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Malik Between Worlds Randomizer. Dann sprengen wir mal da das eine Ding noch weg und gucken mal uns die Schatzkiste noch an und ein Mai Mai vielleicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.